Während der Übertragung des EM-Finales explodiert vor einem Café in Mogadischu eine Autobombe. Mindestens 11 Menschen kommen ums Leben. Dutzende Besucher des stark besuchten Lokals werden verletzt. In dem Café bricht Panik aus. Unter den Todesopfern sind auch 5 Menschen, die an dem Lokal vorbeifahren, als das Auto explodiert. Ein Polizeisprecher berichtet, dass es unklar ist, ob ein Selbstmordattentäter in dem Fahrzeug sitzt oder ob bewaffnete Angreifer beteiligt sind. Die Zahl der Toten und Verletzten könnte noch steigen. Die Explosion bestätigt auch benachbarte Gebäude schwer. Das angegriffene Lokal ist beliebt bei Regierungsangestellten. Bisher hat keine Gruppe den Anschlag für sich reklamiert, aber das Vorgehen und das Ziel tragen die Handschrift der radikal-islamistischen Terrormiliz Al-Shabaab. Diese führt seit Jahren einen blutigen Kampf in Somalia. Erst am Samstag versuchen inhaftierte Al-Shabaab-Mitglieder aus dem Zentralgefängnis in Mogadischu auszubrechen. 6 Menschen sterben. Al-Shabaab lehnt Fußball und Musik als unrein, als Haram ab und versuchte vor wenigen Monaten einen Anschlag während eines Fußballturniers in Mogadischu. Sportfinale im Zentrum eines Anschlags. Das ist nicht neu. Während der Fußball-WM 2010 zündet Al-Shabaab in Kampala Bomben in einem Lokal, wo mehrere hundert Menschen das Finale verfolgen. Damals sterben 74 Personen. Die somalische Regierung kämpft seit Jahren gegen die Terrormiliz, die Teile Somalias kontrolliert. In den vergangenen Monaten kommt es wiederholt zu Anschlägen in Mogadischu. So greifen Terroristen im März ein Hotel nahe dem Präsidentenpalast an und verschanzen sich dort stundenlang.